So, heute ist mir was ganz Blödes passiert. Mir ist mein Drehknopf in der Badewanne abgebrochen. Ihr seht es hier, dass dieser Drehknopf, der offensichtlich hier aus Kunststoff ist, hier vorne abgebrochen ist. Jetzt möchte ich das heute versuchen zu reparieren und ihr könnt natürlich wieder dabei sein. Ja, der Drehknopf hat ja die Funktion später, den Stöpsel unten in der Badewanne dann nach oben oder nach unten abzusenken. Und deswegen muss es natürlich jetzt hier repariert werden, damit man die Badewanne überhaupt wieder benutzen kann. Ich werde jetzt als erstes mal versuchen, hier das Gewinde rauszudrehen. In der Regel ist hier diese Garnitur über ein Gewinde hier hinten verschraubt. Und wir werden jetzt erstmal versuchen, hier dieses ganze Teil abzudrehen, damit wir den Rest von diesem Drehknopf entfernen können. Ich würde versuchen, erstmal von Hand dieses Gewinde aufzudrehen. Sollte es nicht möglich sein, könnt ihr natürlich auch mit Werkzeug versuchen, dran zu schrauben. Wenn ihr es von Hand versucht aufzudrehen, empfehle ich euch vielleicht irgendwie ein Handtuch oder was Ähnliches drunter zu legen. Da habt ihr dann einfach ein bisschen mehr Kraft und es ist nicht so rutschig. Es rutscht also nichts ab. Wir drehen das jetzt einfach mal auf. Und ihr seht, es löst sich eigentlich auch schon ganz gut. Wenn da sehr viel Kalk dran sein sollte, könnt ihr natürlich auch erstmal versuchen, hier so ein bisschen zu entkalken. Aber das lässt sich jetzt sehr, sehr gut rausdrehen. Hier ist ein Gewinde drin und diese Vorrichtung hier, die außerhalb von der Badewanne sitzt, die wird hier einfach eingeschraubt. Hier seht ihr dann das Reststück von diesem Drehknopf. Das versuche ich jetzt einfach mal hier zu entfernen, indem ich einfach mal von der gegenüberliegenden Seite dagegen drücke. Und dann kann man das hier auch schon rausnehmen. Und jetzt seht ihr auch, wie das hier aufgebaut war. Also das ist, wie gesagt, hier abgebrochen und gehört also so zusammen. Ich werde heute versuchen, die zwei Teile miteinander mit einem guten Klebstoff zu verkleben, dass ich den Drehknopf wieder verwenden kann. Alternativ könnt ihr natürlich auch den Drehknopf dann bei dem entsprechenden Hersteller nachbestellen. Das ist jetzt der Hersteller Viega. Wenn die Bruchstelle zu groß ist oder wenn ihr einfach hier merkt, das hält trotzdem nicht richtig, dann im Zweifel bestellt am besten diesen Drehknopf nach. Was ich jetzt als allererstes mache, ich werde hier mal alles schön reinigen, dass das wieder gut aussieht. Ihr seht auch hier innen drin ist so ein kleiner Dichtungsring. Ich werde auch hier so ein bisschen alles mal versuchen zu säubern, wenn man schon hier diese Garnitur öffnet, dass man das alles schon mal sauber macht. Und natürlich werde ich auch das Teil, was hier aufgeschraubt war, ordentlich reinigen, dass die Sachen alle schön sauber sind. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier alles schön gereinigt. Also die Dichtung ist jetzt auch frei von jeglichem Schmutz. Ich habe auch hier diese Abdeckung, die von außen dagegen geschraubt wird, nochmal schön gesäubert, dass hier wirklich alles sauber ist. Ja, und als nächstes werden wir jetzt versuchen, mit einem Kleber diesen Knauf, der hier unten abgebrochen ist, mit diesem Drehknopf wieder zu verkleben. So, kommen wir jetzt zu dem Kleben von diesen zwei Kunststoffteilen. Ich würde euch empfehlen, bevor ihr das alles aufklebt, zunächst mal zu schauen, wie dieser Stiel jetzt korrekt hier drauf passt. Und dann, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, macht euch am besten hier so eine Markierung, einmal auf diesen Stiel und einmal auf diesen Drehknopf, damit ihr später, wenn ihr den Kleber aufgebracht habt, gleich wisst, wie das korrekt drauf passt, weil sonst ist der Kleber drauf und ihr dreht es rum und es haftet nicht richtig. Also besser erstmal markieren, dass ihr genau wisst, wie die richtige Position ist. Und das geht am besten eben mit so einem wasserfesten Filzstift. Also ihr seht, diese zwei Teile gehören eben so zusammen. Ja, ich verwende hier zum Kleben so einen 2K Epoxidkleber, den Uhu Plus Endfest 300. Den habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da müsst ihr einfach zweimal die gleiche Menge von diesen beiden Tuben zusammenmischen. Hier braucht ihr natürlich nur eine kleine Menge. Das alles schön miteinander vermischen und dann könnt ihr den Kleber auftragen und müsst natürlich eine Weile warten. Und anschließend ist es aber wirklich sehr, sehr fest und ihr könnt damit eben auch sehr gut Kunststoffe kleben, aber eben auch Porzellan, Holz, Glas, verschiedene Metalle, Stein und so weiter. Also dieser Klebstoff ist eben für sehr viele verschiedene Materialien geeignet. Ich bringe jetzt einfach mal von den beiden Komponenten hier so eine kleine Menge auf. Das sollte in etwa das gleiche Verhältnis sein. Und jetzt wird alles ganz gründlich miteinander vermischt. Das muss also wirklich komplett gut gemischt sein. Nur dann kann eben dieser Zwei-Komponenten-Kleber auch wirklich gut später die zwei Teile zusammenkleben.
So, und ich werde jetzt von dem Kleber auf beide Teile, auf den Stiel und auf den Drehknopf, ein kleines bisschen auftragen. Wichtig ist natürlich, dass die komplette Klebefläche hier auch mit diesem Kleber benetzt ist. So, und dann werden wir jetzt versuchen, diese beiden Teile anhand von dieser Markierung hier wieder zusammenzusetzen. Kleines bisschen andrücken, aber nicht zu stark. Es sollte sich jetzt auch nicht mehr verschieben. Und jetzt lassen wir das einfach mal 12 Stunden trocknen und werden dann auch später mal eine kleine Probe machen, wie stabil das zusammenhält. Und wenn alles gut hält, dann können wir das auch schon in der Badewanne einsetzen und schauen, ob wieder alles funktioniert. So, der Kleber ist jetzt hier ausgehärtet. Ich habe jetzt alles hier, wie gesagt, 12 Stunden aushärten lassen. Man merkt auch, dass es wirklich hier fest miteinander verbunden, sodass ich davon ausgehe, dass das funktionieren wird. Ja, ich werde als nächstes hier diese Abdeckung wieder einschrauben. Gereinigt haben wir ja alles schon. Achtet drauf beim Reinschrauben, dass wirklich hier das Gewinde nicht beschädigt wird, dass es auch gerade anliegt. Und jetzt können wir auch den Drehknopf schon einsetzen. So, jetzt machen wir hier nochmal den Test, ob alles funktioniert. Also ihr seht hier unten, der Ablauf wird wieder schön hochgedrückt, dass das Wasser abfließen kann. Damit hat das alles hervorragend funktioniert. Ich konnte mit diesem Kleber das Problem vollständig wieder beheben. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video etwas weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Thema habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir hierzu einen Kommentar hinterlasst. Macht's gut, bis bald, euer Repti.